Yo. Da sind nur die Wishes offen. Hups. Ich sehe gerade, ich habe hier gerade fröhlich locker flockig mal eben hier Twin Angel gezogen da. Ich habe gerade eben wirklich kurz davor gerade die Twin Angels gezogen, weil hier im Chat das gesagt wurde und der Balance Patch ist schon da. Holy shit, Alter, wie schnell geht das denn? Was ist denn da los? Und dann denke ich mir, okay, cool, können wir ja mal eben den Balance-Patch machen, Leute. Den Balance-Patch. Okay, ich bin bereit, let's go. Ich habe nichts angeguckt und ich sehe wieder absolut gar nichts. Aber ist egal. So. Gargoyle-Statue. Oh, doch, die Kollabos wurden angefasst schon. Und die Zwillingsengel. Hey, wer hätte das erwartet? Gut, dass ich gerade im Feuer gezogen hatte. Bestimmt immer noch kacke ist, aber egal. Gargoyle-Feuer. Wir starten direkt rein, wie man sieht, ne? Gargoyle-Feuer, Statue der Unsterblichkeit. Startet den Kampf im Statuenzustand. Startet den Kampf im Statuenzustand mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. War ja klar, ey. War ja klar, weil er zu broken war gegen, also als Lichttank und so. Ja, okay. Ja, kann man machen. Wo sind die LD5s hier? Wo sind die denn hier? Okay, ich bin gespannt. Triss Feuer. Flammenbarriere. Der Schaden wurde um 8% erhöht. Hinzugefügt noch, erhöht den kritischen Schaden um 100%, wenn du einen kritischen Treffer landest. Okay. Das war, Feuertriss war aber, glaube ich, Net 5, oder? Ich meine, ja, ich bin mir mal gerade nicht sicher. Triss Dunkel, Meteoriteneinschlag. Jetzt schon, das ist echt interessant. Normalerweise machen die Kollabo-Monster immer erst, wenn auch die Summoner-Swarm-Monster da sind. Das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich gerade echt interessant, dass die tatsächlich jetzt schon machen. Die wissen wahrscheinlich gar nicht, was sie machen sollen und denken sich, ja, machen wir das einfach, ey. Okay, Triss Dunkel, Meteoriteneinschlag. Ignoriert die Verteidigung, wurde erhöht auf 50%. Okay, und der Basen aufgrund der Anpassung der Balance leicht reduziert. Okay, leicht reduziert, bin mal gespannt. Könnte guten Schaden klopfen, aber mal gucken. Yennefer Wasser, elektrische Kugel. Wahrscheinlichkeit der Betäubung wird erhöht und Wahrscheinlichkeit der schädlichen Effekte entfernt wird. Ah, guck mal, jetzt fühlt sich das bestimmt noch besser an. Weil bei ihr war das immer, ich weiß nicht, es hat sich so mega komisch angefühlt. So als ob sie halt nichts trifft. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sich das jetzt nicht mehr so anfühlt. Dann ist sie echt gut, muss ich sagen. Dann gefällt sie mir wahrscheinlich jetzt auch. Mal abwarten. Ich werde sie mal testen nach dem Balance-Patch. Dann haben wir hier eine Verfeuer. Magische Resonanz. Überträgt schädliche Effekte, die dem angegriffenen Ziel gewährt wurden, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% auf 100 für ein zufällig gegnerisches Ziel. Aha, okay. Ja, gut. Könnte, wie gesagt, vielleicht für PvE ganz cool sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei PvP irgendwas beeinträchtigt. Aber im PvE... wahrscheinlich schon. Okay. Ich finde es immer noch erstaunlich. Aha, guck mal hier. Licht Yennefer. Magische Kontrolle. Die Passive. Was hat sich da geändert? Da war doch irgendwas falsch. Aktivierungsbedingungen zum Passiv hinzugefügt. Passiver Effekt. Wenn der Gegner schädliche Effekte entfernt, werden gleichzeitig auch die vorteilhaften Effekte, die dem Ziel gewährt wurden, entfernt. Aha. Okay. Das Passiv wird aktiviert, wenn der Gegner schädliche Effekte entfernt, wird geändert in das Passiv wird aktiviert, wenn der Gegner vorteilhafte Effekte eines Verbündeten entfernt oder wenn der Gegner schädliche Effekte entfernt. Aha! Aha! Das ergibt mehr Sinn. Jetzt müsste das auch so sein, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit Parterre die Dots oder die schädlichen Effekte cleanse mit der Wille, dass das dann auch mit entfernt wird. Also kann ich mir vorstellen. Also so verstehe ich es halt, ne? Und erhöht nach dem Passiv deine Angriffsleiste um 50%. Erhöht die Angriffsleiste der Verbündeten mit der höchsten Angriffsleiste um 30%. Wow, das ist nicht schlecht. Also ich glaube, jetzt ist sie tatsächlich gar nicht mehr so bad. Also es hört sich gar nicht so kacke an tatsächlich. Ich glaube, jetzt hätte ich sie lieber. Aber okay. Yennefer Dunkel, statischer Schock, verringert die Angriffsgeschwindigkeit für eine Runde, bringt den Gegner für zwei Runden mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% zum Schweigen. Ah, okay, das ist der zweite von der Dunkel-Yennefer, oder? Oder ist das der dritte? Nee, der dritte war doch so ein AOE. Okay, wurde geändert in zwei Runden Silence. Finde ich auch wesentlich besser als die Angriffsgeschwindigkeit für eine Runde. Was ist das denn, Alter? Das ergibt mehr Sinn. Finde ich schon gut. Ja, das ist gut. Aber das ist halt ein Single Silence. Aber ist trotzdem nicht schlecht. Dann haben wir noch Magierin Feuer. Oh, Coco. Okay. Effekt hinzugefügt. Stellt deine HP für jede magische Kugel, die einen Gegenangriff ausführt, um 10... Wow! Das könnte ein richtig gutes Defense-Monster sein, wenn die KI jetzt nicht kacke ist. Oder halt, wie gesagt, ein richtig guter Nuker. Das ist nicht 10% pro Kugel ist nicht schlecht. Das könnten bis zu 50% sein, glaube ich. Das ist gut. Schade, dass ich wieder dieses Monster gerade nicht habe. Goddammit, Alter. Okay, aber das ist gut. Wüstenkrieger, Feuer. Oh, Aschur. Entfernt alle schädlichen Effekte, die dir gewährt wurden und stellt HP um wieder her. Okay. Entfernt alle schädlichen Effekte, die dir und den Verbündeten mit dem niedrigsten HP-Anteil gewährt wurden und stellt dann die HP von beiden um... Oh, das ist nice, Alter.
Yeah, ich mag Aschur. Und das ist richtig krass. Ey, ich mag das. Das finde ich gut. Entfernt alle schädlichen Effekte von dir und dir verbündet mit dem niedrigsten HP-Anteil. Richtig geil wieder gegen so Dot-Teams in der, ja, so Laylas-Kram und so ein Kram. Weil der entfernt die trotzdem, trotz Clans-Block. Das meine schon. Das ist richtig cool. Und dann noch so ein Heal, 30%. Richtig geil. Und er hat einen Death. Boah. Den baue ich. Für die RTA. Ich schwöre es. Das sieht richtig geil aus. Ein Silence, ein Heal-Block. Doch. Und Tanky auf HP skalieren. Richtig geil. Ich freue mich auf den da. Polarkönigin Wasser. Frostrausch. Wahrscheinlichkeit des Einfrierens 25-35%. Okay. Ja, nett. Und dann haben wir noch Daphnis mit dem dritten Skill. Verringert deine HP und die des gegnerischen Ziels von 30-40. Keine Änderung für den Boss. Dessen 50%. Okay, du kriegst mehr Schaden, aber der Gegner kriegt auch mehr Schaden mit Hellfire. Interessant. Aber. Oh, mir. Also. Naja, wieder. Ich komme gleich zu meinem Fazit, aber ich merke gerade, dass hier gravierende Monster fehlen. Aber okay. Oh, Wasserslayer. Die Passive. Effekt hinzugefügt. Also der letzte, also die Passive halt. Effekt hinzugefügt. Wenn du von einem Gegner mit zerstörter HP angegriffen wirst, erhöht die Chance, einen Streifschuss zu landen um bis zu 30% im Verhältnis zu den zerstörten HP des Gegners. Oh, okay. Nett. Dann haben wir Bloodia mit dem letzten. Fügt jedem Treffer einen kondischen Schaden für 2 Runden zu. Wort geändert in, fügt jeden Treffer 2 kondischen Schaden zu. Okay, das ist was Kleines, aber Feines wahrscheinlich. Dann haben wir Irene und Liliane. Schadensfrohe Falle, das ist der zweite. Gewährt dem verbündeten Ziel für 2 Runden den Bedrohungseffekt. Aber wen? Schadensfrohe Falle, das ist doch da, wo der in diese Ding da packt. Dass er auch weggenockt wird. Aber wer kriegt den Bedrohungseffekt? Der verbündet den Ziel? Hä? Also ich sag mal so, der Bedrohungseffekt ist hier und da nicht schlecht. Wie zum Beispiel bei Minato oder sowas, ne? Dieses, wenn das so, er macht einen Angriff und dann kommt die Bedrohung. Das ist theoretisch gar nicht so bad. Das Problem ist bei dem, erstens, wer kriegt das? Das ist so mein Punkt 1. Und 2 ist, ich glaube, sie hat noch so eine Revenge und so ein Kram. Das könnte ganz nett sein. Also zumindest die Irene. Ob das die Liliane hatte, weiß ich nicht. Aber ja, okay. Aber ich finde es gut, dass sie angefasst wird, merke ich gerade, die Irene. Dann packt der Hölle. Verringert die Verteidigung für alle Gegner für 2 Runden mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Verringert die Angriffskraft und Verteidigung für... was? Verringert die Angriffskraft und Verteidigung aller Gegner für 2 Runden mit einer Wahrscheinlichkeit von 75%. Das sieht doch schon mal besser aus. Wenn die Verteidigung des Gegners bereits verringert ist, verringert sich seine Angriffskraft mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Wenn die wenn die Verteidigung der oder Angriffskraft des Gegners bereits verringert ist, wird der Gegner mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% für eine Runde betäubt. Ey, das ist nicht schlecht. Hey, komm. Das sieht wesentlich interessanter aus als vorher. Das hat auf jeden Fall jetzt ein besseres Skill. Jetzt ist noch die Frage, ob sie wirklich besser trifft, weil das ist ja das, was, glaube ich, das größte Kritikpunkt war, dass sie einfach nie was getroffen hat. So wie ich es verstanden habe. Also, ich bin mal gespannt. Hört sich overall besser an. Dann haben wir Erzengel Wasser, Wind und Licht. Der zweite von den Erzengeln. Ablenkzeit wird eine Runde runtergesetzt, aber Wiederherstellungsmenge, der wird auch runtergesetzt auf 35. Okay. Denken sich, wenn wir die Ablenkzeit schon runtersetzen, dann müssen wir aber auch die Erholungsmenge runtersetzen. Okay, krass. Ifrit Wasser. Die Passive. Erhöht deine Angriffsleistung um 30%, wenn du einen Tötchen... What? Okay, Theomas, Alter, was los? Okay. Die wollen unbedingt, dass Theomas irgendwie wieder das... Aber das wird wieder so ein BK-Defense-Ding, kann ich jetzt schon sagen. Dann haben wir Mega Crush von... Oder Macht Crush? Du kennst nicht so. Mit Wind. Er zerstört die Wiederherstellung für 2 Runden. Okay, ja, ist nett. Dann haben wir Paladin im Feuer, Wind, Licht. Gebet des Schutzes. Gewährt 2 Runden lang Unbesiegbarkeit, wenn das verbündete Ziel keine schädlichen Effekte hat, die entfernt werden können. Ach so. Ah, okay. Ja, okay. Das ist noch so. Ja, okay. Ja. Dann haben wir Rakan mit dem dritten. Oh, wird erhöht. Die Wahrscheinlichkeit zu kontern von 40%.
Wenn du einen Angriff erhältst, während diese Fähigkeit auf Ablenkzeit ist. Oh, okay. Wieder ein Defense-Ding auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann haben wir die ganzen Indra wieder. Okay, das ist alles dasselbe. Ne, also das ist in der Donnergott. Effekt hinzugefügt. Verringert die Ablenkzeit der Fähigkeiten Donnergott des Meeres, also Flamme, Windes, Licht, Dunkel, bei allen halt, um jeweils 2 Runden. Wenn du dich im Zustand des Donnergottes befindest. Okay. Ja. Ich glaube nicht, dass das irgendwie... Aber okay. Dann haben wir Zwillingsengel Wasser, fokussierender Schuss. Stört die Wiederherstellung für 2 Runden. Verringert die Verteidigung für 2 Runden mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%. Ey, guck mal. Ein Deathbreak anstatt ein Healblock. Ja, guck mal einer an. Das sieht doch schon mal interessanter aus. Jetzt haben wir Feuer, den ich gerade gezogen habe. Horn des Festivals, Effekt hinzugefügt. Erhöht die Angriffskraft für 1 Runde. Okay. Aber da kommt noch mehr. Horn der Ermutigung. Entfernt einen schädlichen Effekt von allen Verbündeten. Gewährt allen Verbündeten ein lang Immunität. Warum denn immer nur 1 Runde? Ich glaube, das macht absolut keinen Unterschied bei denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay, dann haben wir Abigail mit dem 3. Reduziert die Angriffsleiste von 70 auf 100. Okay, das ist jetzt so wie eine Emily. Aber okay. Dann haben wir, okay, Emily absorbiert. Sie tut nur reduzieren. Aber okay, also Emily ist die Licht-Cannon Girl. Dann haben wir Feuer mit Scarlet. Zerstört die HP des gegnerischen Ziels um 50% des durch den zweiten Angriff verursachten Schadens. Erhöht den Schaden um 25% pro vorteilhaften oder schädlichen Effekt, der dem Gegner durch den zweiten Angriff zugefügt wurde. Ja, cool. Cannon Girl Licht. Wahrscheinlichkeit Betäubung wird ein bisschen erhöht. Okay, das macht aber, wie gesagt, keinen Unterschied bei denen. Also ich mag Emily sehr doll, aber als Fun-Toy. Dann haben wir noch Wind, also Christina. Gewährt dem gegnerischen Ziel für 2 Runden Unbewusstheit, verringert die Verteidigung für 1 Runde und gewährt dem gegnerischen Ziel für 1 Runde. Oh, ein Death. Oh, das ist nicht schlecht für Cleaves. Erst der Deathbreak, dann das Oblivion. Dann der Schaden. Ja, not bad, not bad. Das gefällt mir sehr gut für die Christina. Okay, Dalsim Feuer. Das ist wieder so ein random... Was zum... Hä? Okay. Dann haben wir Licht, Wind, Puree, Wind, Licht, Luftschnitt. Das ist der 2. Effekt hinzugefügt für Sophia und... Keine Ahnung. Fügt eine Runde konstanten Schaden zu, stellt die HP um 50% des Schadens wieder her, der dem Gegner zugefügt wurde. Oh, not bad. Oh, das ist nicht schlecht. Erhöht die Angriffsleiste um 100%, wenn sie in voller OP verwendet wird. Erhöht die Angriffsleiste um 100%, wenn die HP nach einem Angriff voll sind. Auch nicht schlecht. Oh, das könnte ein gutes Offense-Monster werden. Ich glaube, beide. Also ich glaube, die könnte Potenzial haben. Dann Puree Wind. Das ist der 3. Absorbiert die gesamte Angriffsleiste des Gegners, wenn die Fähigkeit mit vollen HP eingesetzt wird. Auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, Mann. Gefällt mir, wenn ich das hier lese, Alter. Oh, sie kriegen ein Speedlead. Okay. Dann haben wir noch Luna. Die Ablenkzeit wird eine runtergesetzt. Okay, das ist wieder gut für Dungeon-Teams und so ein Kram. Und hier die Licht, hatte ich das gelesen? Nee, ne? Greift immer einen kritischen Treffer an, wenn der Gegner unter Unfähigkeitseffekten steht. Erhöht die Angriffsleiste jedes Mal um 10%, wenn der kritische Treffer landet. Auch nicht schlecht. Also die PRAs sind wieder eigentlich echt gut getroffen. Dann haben wir Emma mit der 3. Erzeugt Schild, wird geändert in erzeugt Schild, der den übermäßigen Heilungen entspricht. Okay. Dann haben wir Lisa, Angriffsgefehl, verringert die Angriffszeit der Fähigkeit um 1 Runde, wenn keine schädlichen Effekte der Verbündeten entfernt wird. Okay. Und dann haben wir noch Olivia, gewährt allen Verbündeten 1 Runde Immunität noch zusätzlich. Okay, also wie gesagt, die Purees sind an sich nicht schlecht, muss man halt schon sagen. Okay, dann haben wir Dorothy, Alter. Wird geändert in... Speedlead, ey. Ja, das wird wahrscheinlich, es kann halt sein, dass sie dadurch ein bisschen häufiger zu sehen ist, aber das Problem ist ja auch, die wissen einfach nicht, was sie mit diesem Monster machen sollen, kann das sein? Es ist nett, es ist auch nicht schlecht, der Speedlead, aber ich glaube, das Kit ist immer noch overall richtig garbage, oder? Aber sie versuchen, sie sind stets bemüht, okay. Und dann haben wir noch Kiki, da wird halt Verteidigung anstatt... Also, anstatt in Gildenkämpfen hat sie jetzt ein Overall-Lead in 33 Def. Okay. Dann haben wir noch den Typi, den Lichttypi. Geänderte Erweckungsfähigkeit geht jetzt in Genauigkeit und nicht mehr in Kritrate. Und ein paar Fehler wurden behoben. Okay, interessant. Balance-Patch. Sehr klein, aber fein. Aber das sind meistens diese kleinen Zwischen-Balance-Patches. Sind meistens nicht wirklich groß. Bei vielen, die Kollabo-Monster sind mit drin. Das ist das, was viele sich gewünscht haben. Und auch
bekommen haben. Wie gesagt, bin ich ein bisschen zu früh. Normalerweise immer erst nach den Summoner's War Versionen. Deswegen finde ich es sehr interessant, dass sie nur für die Kollabos jetzt schon den Balance-Patch raushauen. Aber okay. Ich finde, die Licht hört sich okay an jetzt, die Yennefer. Bin mal gespannt. No. Ansonsten haben wir noch der Azure, auf den freue ich mich sehr. Das ist jetzt so ein bisschen Retesh-Style. Nur mit einem besseren Heal, nicht unbedingt, aber ich finde das Kit ein bisschen besser, weil man den besser bauen kann. Der muss einfach nur auf Add-Damage und so ein Kram und der macht guten Schaden. Dann haben wir noch die Ifrits. Also zumindest Theomas könnte sehr stark betroffen sein auf jeden Fall, was Defense-Bereich angeht. In BK auf alle Fälle, aber der ist auch so vertreten. Aber ja, ich glaube, bei den Indras macht es absolut keinen Unterschied. Bei den Zwillingsengeln glaube ich es auch nicht. Christina meine ich Wind, also hier Lichtcannon-Girl auf jeden Fall. Das ist sehr gut für Cleaves in der Offense zum Beispiel oder Arena-Cleave und sowas. Und die Pure Race. Ich glaube, das sind die, die mich somit am meisten interessieren tatsächlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, der Rest ist okayisch. Bei dem, ich weiß nicht, ey. Aber okay. Ja, aber mir fehlen hier wieder diese typischen Monster. Also mir fehlen vor allem, ja, vor allem zwei Monster fehlen mir hier ganz, ganz stark. Unter anderem Miles Damage. Ein bisschen. Ja, viele haben damit kein Problem, aber der Damage ist trotzdem dumm. Das geht nicht darum, dass ich damit Probleme habe. Es geht einfach darum, dass der Schaden einfach dumm ist bei diesem Monster. Ja, der braucht keine Ruhen und drückt Schaden ohne Ende. Das ist das, was mich stört bei Miles. Nicht, dass ich damit Probleme habe. Und Kami finde ich zu strong. Bei Kami liegt es aber mehr so daran, dass Kami überall zu sehen ist. Du gehst in eine Arena, Rush Hour rein und da stehen einfach 5 Kamis in einer Vierer-Dev. Ihr wisst, was ich meine, ne? Kamis siehst du einfach nur überall im Fünferpack. Und das ist das, was mich stört. Ja, nicht, dass sie nicht so gut ist in der RTA, dies, das oder man sie abgeht, nicht mehr sieht. Das ist mir kackegal. Darum geht's gar nicht. Mir geht's darum, dass dieses Monster zu häufig in mehreren Varianten, also du hast wirklich, du hast da einen Hufflers stehen meinetwegen und 3 Kamis in der Arena Defense. Und du kriegst die, wenn du keine vernünftigen Cleave-Monster besitzt, nicht dead. Und das hast du ab G1, ich habe gestern gerusht, ab G1 nur noch. Und das ist das, was ich kacke finde. Und deswegen hätte ich mich auf jeden Fall über einen kleinen Kami-Nerf gefreut. Einfach den Heal um 5% runter wäre schon okay gewesen. Oder den Slow raus. Reicht. Natürlich fehlen mir auch Buffs. Beispielsweise Trinity. Beispielsweise Kadize. Immer noch. Ja, sowas halt, ne? Die meisten haben ja jetzt einen kleinen Buff bekommen, wie jetzt zum Beispiel Liliane und so. Ich sag mal so, hier die Pinsels fehlen irgendwie immer noch. Ich glaube, die haben die komplett vergessen, keine Ahnung. Hier, sie hat jetzt mehr oder weniger auch einen Buff bekommen, aber ob das jetzt so viel ausmacht, weiß ich nicht. Ja, aber im Großen und Ganzen, und Geralds fehlen hier irgendwie. Geralt Wind und Geralt Licht und Dunkel, die fehlen hier irgendwie. Die sind irgendwie komplett auch vergessen worden. Man hat nur Yennefer und 2 Triss. Fehlt irgendwie ein bisschen, aber okay. Dann könnt ihr auf jeden Fall gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben bezüglich des Balance-Patches. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.